Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt 9 Uhr am frühen Morgen. Ella hat ausgeschlafen. Wie gesagt, ich bin in Tangermünde und fotografiere meine alte Heimat ein bisschen. Und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Wie gesagt, es ist 7 Grad und ich stehe hier am Grete-Minde-Brunnen von Tangermünde. Und auf die ganzen Motive, das sind die Leute, die hier mal berühmt waren, die Herrscher. Die Rossfurt, ein berühmtes Filmmotiv zu DEFA-Zeiten. Und in vielen Filmen werdet ihr das wiederfinden. Zum Beispiel mit Agnes Kraus, die rasende Krankenschwester oder so, wie der Film hieß. Guten Morgen, Grete. Das ist die Grete Minde, die sagenumwogene Frau, die als Hexe verbrannt wurde. So, und hier ist der Wochenmarkt und da schaue ich mich jetzt mal mit. Grete, ja, wir schauen uns jetzt mal um. Wie heißt das, das Schönste an mir? Wer ist das? Das bin ich. Da steht es, schwarz auf weiß. Hallihallo. Marktplatz mit Rathaus. Schönste Rathaus in Norddeutschland. Ja, herzlich willkommen. In Tangermünde natürlich bin ich. Ganz klar, die zweite Heimat. Ich habe hier mehrere Heimatstätten. Wisst ihr ja. Albig, Tangermünde, Swinemünde, alles mündet. Jetzt bin ich an unserer Stammgaststätte hier in Tangermünde auf dem Schiff Störtebeker. Da haben wir immer schöne Partys gemacht. Und gefeiert. Silvester bis zum Abwinken. War schön. Hallihallo, wir tanzen in der Wasserpumpe, wir sind froh. Hallihallo. Hier ist das Neustädter Tor. Da hinten wird gerade ein Film gedreht. Lange Fischerstraße und die Kirchstraße. Neue Straße 50 und 51. Schönes Fachwerkhaus. Hallihallo, Hallihallo, wir Tangermünde. Guten Morgen, liebe Leute. Leider sind die paar Tage hier in Tangermünde vorbei. Es war wieder mal schön, die alte Heimat zu sehen. Und jetzt verlasse ich die Innenstadt, die geschützt ist durch eine wunderschöne Mauer. Alles neu gemacht, ganz toll. Ciao, tschüss, man sieht sich.